Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute Folge 13 der Brettspielmechanismen und es geht um das Thema Deduktion. Ich wünsche euch viel Spaß. In der Folge 13 geht es um den Brettspielmechanismus Deduktion und ich schränke direkt ein, es geht nicht um Social Deduction oder soziale Auswahl sozusagen. Das werde ich nochmal in einem separaten Video behandeln, genauso wie auch die gesamten Escape Room Spiele, die ja auch so ein Stück weit damit hineinfallen. Aber die beiden würde ich tatsächlich komplett nochmal separat behandeln. Nicht, dass ihr mir in die Kommentare hineinschreibt, warum hast du das und das und das alles vergessen. Das ist bewusst passiert. Nichtsdestotrotz werde ich mit Sicherheit auch das ein oder andere Spiel wieder vergessen. Es gab ja auch die Anregung, geh mal die Boardgame-Geek-Liste durch. Allerdings kann ich für mich auch immer nur Spiele vorstellen, die ich idealerweise schon selber gespielt habe. Und so versuche ich das jetzt hier auch. In der Deduktion geht es um den Prozess des logischen Schlussfolgerns. An der Stelle eben halt über verschiedene Hinweise versuchen wir möglichst einem Täter oder einer Code-Reihe oder was auch immer auf die Spur zu kommen und versuchen da eben halt im Laufe des Spiels immer mehr und mehr an Informationen für uns zu sammeln, sodass wir am Ende lösen können. Das Ganze kann kooperativ oder auch kompetitiv stattfinden, gibt beide Varianten. Wenn ich jetzt beispielsweise in so ein Detektivspiel hineintauche, dann macht es, glaube ich, für mich auch mehr Spaß, tatsächlich hier eher kooperativ unterwegs zu sein. Es gibt aber auch abstrakte Varianten, da ist es sicherlich durchaus sehr reizvoll, auch kompetitiv Sachen hinzubekommen. Es gibt manchmal Begrenzungen, so was Zeit und auch Spielzüge angeht, sind teilweise eben halt auch im Spiel vorhanden. Ja, und das, was halt das Spiel halt ausmacht, dass halt im Laufe der Zeit wir uns mehr und mehr an Informationen erarbeiten, bis dann hinter hoffentlich der Groschen fällt. Und idealerweise fällt er bei uns als erstes, wenn wir kompetitiv spielen, um eben halt dann als Sieger aus dem Spiel hervorzugehen oder aber mit den anderen dann das zu machen. Es gibt häufig ein festes Setting, das heißt, wir suchen etwas, und das ist fest. Und es gibt aber auch variable Settings, beispielsweise Scotland Yard. Da haben wir einen Mitspielenden, der an der Stelle sich eben halt durch das Spiel bewegt. Also das funktioniert halt auch. Wie kommen wir an die Hinweise? Das machen wir, indem wir beispielsweise Fragen stellen, indem wir auf Felder gehen und uns dann sagen lassen, passt das, haben wir hier eine Information. Die kann über ein Begleitheft erfolgen, die kann mittlerweile sehr stark auch im Einsatz hier eine App oder aber über einen Spieleleiter, der dementsprechend dann die Informationen mitgibt. Das Ganze, es gibt so mehrere Zeitfolgen, wo bestimmte Spiele entstanden sind, sicherlich in den 30er Jahren, damals in einer sehr militaristisch geprägten Zeit, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, das ganze Thema Schiffe versenken. Ende der 50er oder Ende der 40er sozusagen Cluedo, wo halt so ein Detektivspiel aufgekommen ist. Dann haben wir das Ganze abstrakt mit Mastermind in den 70ern. Ja, und 85 ist ja mit Sherlock Holmes sogar ein Spiel ausgezeichnet worden mit dem Preis Spiel des Jahres. Das habe ich tatsächlich auch noch hier. Das ist so ein Spiel, was ich damals von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Ich glaube, wir haben aber tatsächlich am Ende nur 2 oder 3 Fälle gelöst. Ich müsste es tatsächlich nochmal wieder rausholen. Ja, es gibt natürlich die Besonderheit der Krimispiele. Da passt das Sherlock Holmes hinein. Und die werden immer echter oder gehen mehr und mehr dann hinein, ganz viel Material dabei zu haben, so eine Art Tatort für uns darzustellen. Da gibt es Spezialverlage, die eben halt hier ihren Fokus drauf gerichtet haben. Hidden Games ist beispielsweise so ein Verlag, die dann wirklich sehr, sehr gute und coole Kriminalfälle auch auslösen. Aber es gibt halt auch viele abstrakte Sachen und ich versuche jetzt mal wieder von etwas leicht zu schwer nach vorne zu kommen. Und Pictures ist ein Spiel, was auch als Spiel des Jahres ausgezeichnet worden ist, wo wir beispielsweise eben halt mit verschiedenen Kunstwerken versuchen herauszufinden,
ja, welche Bilderwahl dann auch die einzelnen Leute getroffen haben. Mastermind hatte ich schon gesprochen, da geht es halt darum, eine farbliche Kodierung herauszufinden. Ist ein Spiel, was man idealerweise auch eher zu zweit spielt, Schiffe versenken. Wer bin ich? Habe ich mit meiner Tochter ganz viel und früher gespielt, wo wir über Fragen herausfinden müssen. Ist es ein Mann, eine Frau, Haare, keine Haare, Pfeife, Mütze etc.? Similo ist ein kooperatives Spiel, was so ein bisschen dieses Prinzip verfolgt. Mittlerweile halt auch mit Harry Potter, mit Tieren etc., wo wir über 5 Runden versuchen müssen, eben dementsprechend ja, den Charakter aus 16 herauszufinden, der gesucht ist. Black Box ist sicherlich auch hier zu nennen, so ein Klassiker, wo wir die Position einer Kugel bestimmen müssen. Hanabi würde ich auch in dem Bereich sehen, wo wir hier kooperativ mit ja, unterschiedlichen Informationen umgehen, indem wir halt hier nicht wissen, was auf unserer Hand drauf ist. Der Da Vinci Code ist ein Spiel, wo wir zu zweit versuchen, eben halt die Codes des Gegenüber lösen zu können. Cluedo hatte ich schon genannt. Codenames ist an der Stelle ebenfalls ein Spiel, wo wir einmal kompetitiv unterwegs sind im klassischen Codenames oder aber kooperativ im Codenames Duet. Und es gibt es halt auch als Codenames Pictures, also einmal mit Wörtern erraten und zum anderen mit Bildern. Simsalabum war ein Spiel, was bei Pegasus rausgekommen ist, was gar nicht so Beachtung gefunden hat, was ich aber auch ein sehr schönes Spiel in der Hinsicht finde. Love Letter ist sicherlich so ein Klassiker, der bei mir jetzt gar nicht so gezündet hat. Mysterium eben ebenfalls hier zu nennen im gehobenen Familienspielbereich, wo wir kooperativ eben halt rausfinden müssen, wer war der Mörder, die Tatwaffe und Tatort. Und Mr. Jack beispielsweise ist wieder was Bewegliches, wo eben halt Personen, ja oft oder eine Person gesucht wird und die andere dann eben den Detektiv darstellt. Geht es komplexer zu, dann ist sicherlich De Crypto zu nennen. Ein Spiel, wo wir ja auch einen Code herausfinden müssen, genauso wie bei Turing Machine, was an der Stelle ja bei Huch auf Deutsch erschienen ist. Mind Management hat mir persönlich extrem gut gefallen. Das kann man halt auch mit unterschiedlichen Leuten spielen, wo wir dann ja wie so eine Art Scotland Yard, aber mit aufbauenden Szenarien, also da gibt es halt immer mehr Material, man kann das über verschiedene Level dann halt auch spielen, herausfinden muss, wo die Person sich jetzt gerade auf dem Spielplan bewegt. Natürlich darf das Sherlock Holmes nicht fehlen, Detective, was bei Portal Games rausgekommen ist, wo wir eben halt auch eine App nutzen, Chronicles of Crime darf dann an der Stelle ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, wo wir ebenfalls mit App-Nutzung verschiedene Fälle lösen. Der Alchemist von Check Games Edition, wo es darum geht, bestimmte ja, Zutaten eines Tranks eben halt auch für uns herausfinden zu können. Dann haben wir die Search for Planet X-Reihe, beziehungsweise jetzt Search for Lost Species, wo wir App-unterstützt herausfinden müssen, entweder wo der Planet ist oder aber die Spezie dann auf einer Insel gesehen wird. Mir persönlich gefällt mittlerweile Lost Species deutlich besser. Ja, und last but not least habe ich hier noch Cryptid draufstehen, wo wir eben halt auch über verschiedene Fragetechniken herausfinden mussten, wo ja das Ungeheuer dann sich am Ende auf der großen Landkarte befindet und wir eben halt auch das Ganze dann deduzieren. Das war der Mechanismus Deduktion. Wenn ihr hier Ergänzung habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Also wie gesagt, Social Deduction habe ich nicht reingenommen. Das wird separat nochmal passieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Ganze weiter ergänzt. Das hilft ja allen anderen, mir persönlich ja auch, wenn da noch coole Spiele dabei sind, die ich selber noch nicht gespielt habe und dann ja mein Pile of Must-Have noch erweitern. Ansonsten wünsche ich euch ja eine schöne Zeit bis zur nächsten Brettspielmechanismus-Folge oder aber News oder Kolumne oder was wir auch immer hier noch so machen. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Macht's gut, bis dann, euer Christoph. Tschüss.